Aber jetzt machen wir mal schön der Reihe nach. Vielleicht kommen wir sowieso dran vorbei. Dann schauen wir jetzt erst einmal, dass wir einen Sam finden. Und dann vielleicht irgendwie mal rauskommen aus dieser Stadt, Dorf, Außenposten, whatever. Hier mit all den Kriminellen? Ich bin es leid. Die sind so leicht zu täuschen. Jeder glaubt, ich wäre die Gestapo, weil ich Deutscher bin. Ich wurde wegen meiner Kindheit befördert. Setz dich. Nun, wie lautet die Mission? Ich will heute töten. Scheiße. Warte. Du bist Jason Brody, hä? Huh? Du hast was erledigt. Ja. Warum sagst du das nicht? Du musst abtauchen. Heute wird dich in 1000 Stücke reißen. Das wird nicht leicht. Du bist ein Opfer deines eigenen Erfolgs, ja? Die Einheimischen greifen heute jetzt an. Er ist auf alles vorbereitet. Wir müssen seine Organisation sprengen, sonst ist sein Tod nutzlos. Aber heute weiß nicht, wie du aussiehst. Aber die hier kennt er. Was denkst du? Nein, 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 nein. Oder doch? Alles klar. Du musst bei den Söldnern anheuern. Halt, keine Diskussion. Das wird eine Zwei-Mann-Operation. Und ich brauche dich da drin. Das Wichtigste zuerst. Dein Aussehen muss stimmen. Wie? Wir klauen eine Uniform. Die neuen Rekruten kommen per Schiff und werden an den Docks abgefertigt. Finde einen Rekruten. Dann lasse seine Leiche verschwinden. Klaue sein Zeugs. Dann funk mich an. Und zwar auf dieser Frequenz. Alright. Hallo? Jason, hast du es auf Holz Insel geschafft? Ja. Du hast nun bald das Ende des Pfades erreicht. Citra ist überzeugt, dass du der mächtigste Krieger des Stammes werden wirst. Alle Tatao gehören dann dir, wenn du überlebst. Das garantiere ich. Ich wusste es, Jason. Um ins Zentrum zu gelangen, streife die Sorgen deines alten Lebens ab. Nur Citra und der Pfad dürfen bleiben. Ich weiß, was ich tue. Viel Glück. Viel Glück. Hier ist jetzt leider immer noch der Wegpunkt drin, ja, okay. Nee, dann fahren wir jetzt da mal hin und auf dem Weg kommen wir jetzt eher an diesem Funkturm vorbei. Oh, das ist ja herrlich. Und dann schauen wir sich da mal noch um. Oder wissen dann gleich, was wir hier alles in der Gegend hätten. Schon mal hier gleich, aber ich mache glaube ich heute auch nicht zu lange. Also hier die Mission, Funkturm und Mission dann noch. Und dort war es dann eigentlich auch schon. Aber hat wieder richtig Fun gemacht. Aber jetzt schauen wir erst mal, was uns hier noch alles erwartet, weil ich glaube, kann noch einiges passieren. Yeah. Aber mit den Wachen, da bin ich ja mal noch gespannt, wie ich die auseinanderhalten soll, weil jetzt hier die Gegner und die Wachen, die sahen jetzt schon sehr ähnlich. Das sieht sehr ähnlich aus. Keine Ahnung. Hier ist ein Bridgeman noch. Noch eine Gasstation. Okay, ich bin jetzt hier erst einmal mit den Aussichtsposten hier beschäftigt. Bevor ich jetzt hier diese große Mission mache. So. Oder ist hier unten jemand? Irgendwie schreien da wieder Leute herum. Leute, ich könnte hier ein Wingsuit immer einsetzen. Wie geil ist das denn bitte? Blup. Zack. Cool. Ich glaube, das habe ich auch schon öfter mal gesagt. Wenn nicht sogar immer bei jedem Aussichtspunkt.
Posten da. Aber ich finde es halt schon geil, dass die unterschiedliche Posten haben. Also, dass man da immer wieder ein bisschen anders raufklettern muss. Finde ich gut. Ist wirklich nicht eintönig. So, aber es ist natürlich dann auch ein bisschen schwieriger, überhaupt drauf zu finden. Oder dann runter zu fallen. Warte mal, hier hoch, hier hoch. Okay, ich muss da trotzdem irgendwie rüber. Geht das? Lalalala. Weiß ich nicht, ob das so regelkonform war. Hui. Aber es hat funktioniert. Wow. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich bin schon mal oben. Sehr gut. Mich würde einfach bloß interessieren, wer da wieder geredet hat. Schauen wir mal. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Aussichtspunkte oder Funktürme ich schon freigeschaltet habe. Weil der steht ja dann am Schluss auch noch da. Und ein schönes Lagerfeuer, okay. So, Funkturm aktiviert. Mm, 12 von 18, ui. Das ist, glaube ich, echt nicht schlecht. Aha. Was sehen da meine Äuglein? Ein Wachposten. Aber da unten war jetzt keiner, oder? Also da haben wir jetzt noch einen. Das sind zu zweit natürlich, die patrouillieren. Wo ist der eigentlich, der Turm? Ne, der ist ja. Wo ist der? In die Richtung. Das wäre dann hier. Das heißt, ich würde. Oh, haben wir noch irgendwo hier ein Relikt? Direkt unter uns? God damn it. Mm, ich gehe mal hier diese. Das hier runter, weil dann sind wir gleich beim Jeep. Die würden uns wahrscheinlich jetzt noch aufspüren, aber ich kann mich doch noch gut verstecken. Warte mal. Die Waffe ist halt mega geil. Sniper-mäßig muss ich da nochmal gucken. Ob ich da vielleicht mal noch eine andere kaufe. Ah, dammit! Ja, das war jetzt nicht so klug. Aber was willst du machen? Oh, das ist wieder die falsche. So. Weil da würde ich sogar meine Spezialwaffe, würde ich glaube ich dann auch weglegen. Weil ich jetzt mit der Waffe, also wegen dem Zielfernrohr halt, komme ich sehr gut klar. Also wirklich sehr gut. Und dann würde ich jetzt, ich weiß nicht, was ich dann mache auf der 4. Könnte ich wieder meinen Granatenwerfer drauflegen. Das wäre vielleicht ganz geil, wenn halt wieder so ein Juggernaut bisschen entfernt ist, dann könnte ich da den schön den Gar ausmachen. Oh, halt, really. Andererseits habe ich ja noch so Granaten und Molotows zum Schmeißen, die ich eigentlich auch sehr, sehr selten verwende. So. Niemand darf mich sehen, bis ich mich umgezogen habe. Okay, bleib unentdeckt. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Dann schauen wir doch einmal, wo hier überhaupt Gegner sind. Weil im Moment sehe ich irgendwie keinen. Okay, da sitzt schon jemand. Okay, da sitzt jemand. Den würde
vermutlich jetzt einfach mal schnappen, ne? Ach lol! Bloß weil ich jetzt da runtergesprungen bin, oder runtergefallen bin. Ah, okay, dann nochmal auf die schnelle Art. Also über die Treppe. Okay, dann gehe ich halt komplett außen rum. Das war jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Andererseits war hier jemand. So, schleiche ich mich hier jetzt schön an. Okay. Ich darf den gar nicht töten. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Oh, er wäre da hinten jetzt. Okay, ich muss jetzt, glaube ich, komplett anders angehen, oder? Okay, ich kann jetzt ablenken. Wenn ich jetzt das sag. Okay, das mit dem Stein und so weiter, das ist schon mal schon bewusst. Der steht doch da jetzt nicht auf, oder? Der ist wirklich raus. Ich kann nicht in das Loch springen, zu riskant. Du glaubst, ich lüge, aber es ist wahr. Sag nicht, dass du lügst. Oder du liegst nur noch ein Gewinn. Die Zeit ist mein Freund. Ich habe doch alles. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Okay, der pinkelt einfach mal dorthin. So pisst eigentlich jeder immer herum. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ein paar Safe Points hier auch sind. Vielleicht führt mich der auch hier runter. Sand und Wasser. Sand und Wasser. Und wenn das zusammenkommt, hat man Schlamm. Wow. Jetzt wird richtig übel. Nur noch drei Wochen, dann geht's heim. Wenigstens ein fester Job. Wenigstens ein fester Job, alles klar. Wow. Okay. Sieht sehr gut aus. Die nehmen wir natürlich mit, die Kiste. Das heißt, ich könnte hier runter. Das mache ich doch hier gleich einmal. Dann kann ich den vielleicht irgendwie da nach hinten locken, oder? So, ich muss da weiter, also schickt mir den einmal da oben hin. Ich hoffe mal, der da oben bleibt auch da oben. Ach shit! So, kommt, der kommt jetzt runter, oder? Nehmen wir die
die Sache. Ah, ich schicke den einfach darüber, oder? Ich schicke den dort drüben hin. Was ist das? Kommt jetzt auch nicht hinterher. So, und runter her. Hui! Sehr gut. So, nächster Checkpoint, ja? Okay, hier wäre eine Kiste. Boah, Alter, ich bin wieder richtig ruhig, oder? Ich weiß ja nicht, was hier alles so abgeht. Okay, hier unten ist aber eigentlich auch nichts los. Deswegen schaue ich jetzt hier mal noch in die Kiste rein. Aber da steht doch schon gleich jemand, oder? Schauen wir mal, ob ich den irgendwo hier hinlocken kann. So, ist jetzt die komplette Mission gescheitert? Ich hoffe nicht. Okay. Hui. Alter Schwede, einfach schwarzer Wasserfall. Heftig. Ab jetzt nur noch Skiurlaub. Ja, ich glaube, Sommerurlaub braucht ihr nicht mehr. Das verstehe ich. Okay, dann geht's hier weiter. Also mit Sand und Wasser und Kropfzeug und Wilde. Also so hinter Gebüsch und so weiter verstecken macht auch überhaupt keinen Sinn. Die sehen dich ja dann doch. Ich sollte einen besseren Weg finden. Uiuiui. What the heck? Also. Folgender Plan, ich schmeiß hier einfach mal einen Stein rüber. Hey! Oh, was macht dich da so sicher? Was ist das? Pass auf, Anfänger, du willst doch nicht verpassen. LOL! Ach, immer, weil ich immer irgendwo runterfall.